Hallo Freunde, ich grüße euch. Ha, das Grüßen geht auch wieder, hervorragend. Ja, ich bin wieder da, ich habe mich etwas länger nicht blicken lassen. Es tut mir sehr, sehr leid, aber ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit meinen Aufnahmegeräten und so, das klappte alles nicht so. Ich hoffe, heute klappt es wieder. Ich habe jetzt hier gerade meine Parkstrafe bezahlt und ich will euch heute mitnehmen. Wir wollen mal ein bisschen Bounty Hunting machen. Ne? Wir sind ja so ein bisschen auf Colt Sivas Spuren. Die Kinder der 80er werden jetzt wissen, was ich meine. Alle, die es nicht wissen, das ist ein Kopfgeldjäger, eine Kopfgeldjäger-Serie aus den 80ern gewesen. So, ja. Und wir schnappen uns jetzt gleich einen kleinen Fighter. Und dann geht's los, würde ich sagen. So, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So, da müssen wir hin. Die Buccaneer, da ist er. Wie ein guter Freund immer zu sagen pflegt, die Glaskanone unter den Raumschiffen. Apropos Freunde. Ich hoffe, wir sind hier gleich nicht ganz alleine. Ich weiß ja, dass ihr es sehr gerne mögt, wenn ich nicht ganz so alleine bin. Deshalb habe ich mir natürlich jemanden eingeladen. Und auch er wird dabei sein. Und wir hoffen mal, dass wir ihn gleich draußen im... Ups, dass wir ihn gleich draußen da im kalten Nichts des Verses finden. Und ich habe vergessen, auf welches Strut ich muss. 3 war es, glaube ich. Ja. Daran merkt man übrigens auch, dass man alt wird. Nicht nur, wenn man aufsteht und Geräusche macht. Nein, auch wenn man seinen Strut vergisst. So. Zack, guckt sie euch an. Dieses Ding ist richtig böse. Also, das Ding ist so richtig böse, ne? Das ist, ist so richtig böse halt. So. Zack, rinne ins Cockpit. Starten wir mal die Maschine. Abheben, Fahrwerk eingefahren. So, und jetzt schauen wir mal. Da ist er. Da ist er. Ihr könnt es vielleicht schon sehen. Oh, nee, nicht rückwärts fliegen, vorwärts fliegen. So, ihr könnt ihn schon sehen. Seht ihr seinen Namen? Sitko, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Guten Tag. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen heute ein paar Bösewichte jagen. Logisch. Ich bin hier gerade schon an meine Backe hier aufpimpen. Ja, sauber. Aufpimpen? Ich will mir die mal ein bisschen gimbeln, weil die hat ja Fixed Weapons. Ja. Und mal Bock auf gegimbelte Weapons. Einfach mal gucken, Wie das funktioniert. Also dann, ich werde mal mit Festen fliegen und du mit gegimbelten. Genau. Weil ich habe ja keine Ahnung, wie man das umbaut. Warning. Bin ich denn da? So, zapp, zapp. Ja, so, haben wir denn irgendwie Bounty-Mission? Da müssen wir mal gucken. Ich befürchte, wir bekommen einen 30.000er. Ja, ich auch. Hey, das läuft ja super heute. Das gleich wie vorhin, ne? Ja, genau. Okay. So, dann sage ich schon mal Tschüss und bis gleich. So. Hallo Leute, da bin ich wieder. Das ist Alpha. Ja, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Da ärgern wir uns nicht drüber. Da machen wir direkt weiter. Das gehört dazu. Das wissen wir alle. Wir sind Spieletester und es wäre ja auch langweilig, wenn sowas nicht mehr passieren würde. Da würde mir was fehlen irgendwie. Ja? So, jetzt gucken wir mal, ob Sitko hier auch irgendwo ist. City, alte Keule? Yo, bin da. Ja, sauber. Dann gucke ich mal, ob ich die auch irgendwo finde. 11 Meter entfernt. Da steht er. Hier, da erkennt ihr ihn an seiner dünnen Taille. Und an diesem wahnsinnig dicken Gewehr auf dem Rücken.
Ja, er ist wirklich voll ausgestattet. Oh, was hat er denn da für Magazine? Guck dir das an. Was ist denn das? Hast du einen Revolver? Das sieht aus wie ein Revolver-Magazin. Ja, das ist von der Koda. Das ist ja geil. Ja, Sitko ist im Dingsy. Im Dingsy ist er. So, was hast du denn jetzt bei deinem Schiff gemacht? Und erzähl mir das doch mal, dann gucke ich nämlich mal rein. Ich packe hier jetzt gerade ein paar Gimbals dran. Okay, also wenn du Gimbals dran packst, macht er automatisch die nächst kleinere Waffe dran oder wie ist genau, das? Genau, er macht so eine Auswahl. Ne, aber du kannst dann selber nochmal gucken, weil du musst da gucken, was, weil er die meisten ja dann von einem anderen Schiff abbaut. Ja. Ja, deswegen. Okay, also dann gehen wir also auf Weaponry, nehme ich mal an. Und gehen dann auf die Panther Laser Repeater, richtig? Genau. Und jetzt müssen wir ihm doch irgendwo sagen, dass er da Gimbal. Ah, Varipuk Gimbal Mount. Die müssen da wahrscheinlich dran, ne? Ja, genau. Aber und der Waffenslot 2, ganz unten, wo die Yellow Jacket dran sind, ja. Da kannst du keinen Gimbal dran machen, weil das schon Size 1 ist. Ne? Also da brauchst du dich nicht wundern, dass das nicht geht. Das sind die an den Flügelspitzen sozusagen, ne? Ja, genau. Und das da sind die. Okay. Aber auf die oben auf dem Dach drauf, da kannst du auch einen Gimbal-Mount noch drauf machen? Ja, genau. Das ist der Waffenslot 5. Da kannst du dann ein Gimbal 4, Size 4 drauf machen. Okay. Also muss ich einen. Also das ist dann Size 4, hat der oben auf dem Dach. Ja. Und da kannst du dann eine Size 3 Waffe dran machen. Ah, okay. Okay, aber damit mache ich mal in Ruhe. Das müssen wir jetzt ja nicht in der Aufnahme machen, ne? Nö. So. So, ich bin auch gleich so weit. Hast du schon was angenommen? Ich gucke mal rein, was ich habe. Ob ich überhaupt Bounty-Missionen habe. Ich habe nämlich nicht mal eine Bounty-Mission. Ich guck mal. Ich hab bestimmt was hier. Ich habe 5. Ja, ich muss bestimmt diese Anfangsmission erstmal machen, ne? Möglich, ja. Ja, wir haben hier ein paar Sachen. Crusader-Bounties. Ich würde sagen, wir nehmen die einfach mal alle an, oder? Ja, na klar. Wir hoffen, dass nicht auch alle hier sind, aber eigentlich müsste das so sein. Wie gesagt, Spieler-Bounties gibt es auch immer. Da können wir ja auch mal eine annehmen. Ja. Mal gucken, wenn der sich hier in die Gegend bewegt. Dann, weil die meisten Spieler zu fangen, ist wirklich schwer. Oh, der ist gerade hier. Der ist gerade auf Port Olisar. Boah, komm. Der muss ja gleich starten. Den verfolgen wir. Den machen wir fertig. Ja, du musst die Mission mal teilen. Oh ja. Jetzt haut er ab gerade. So, dann teile ich erstmal die, damit wir uns dann schnell mal den schnappen können, oder? Genau. Da ist er. Gibt übrigens 10.000 Flocken. Alles klar, dann nichts wie los. Ach, weg ist er wieder, glaube ich. Wo ist? Nee, 1200 Meter entfernt. Hä? Ich sehe ihn nicht mehr. Ist auf einem anderen Strut bis jetzt. Okay. Na gut, dann wollen wir mal. D01 bin ich. Jetzt gibt er Gas auf jeden Fall. Okay. Spieler zu jagen ist halt eine ganz andere Herausforderung als NPCs, ne? Weil die sind halt special. So, yeah. Ich kann den jetzt aber mit nicht. Special kennen wir uns aus, denn wir sind auch special. Ah, jetzt sehe ich ihn wieder, alles klar. Jetzt startet er gerade. Mhm. Ich spute mich. Ich auch. Ich sitze im Schiff, also gleich. Also jetzt gerade steige ich ein. So. Okay. Greif noch nicht an am besten mit dem Überraschungseffekt.
ja, größer ist. Der denkt wahrscheinlich, das sind Piraten. Oh. Oh, ich glaube, der hat eine... Carrack. Carrack, ja. Die werden wir wahrscheinlich klein kriegen, oder? Oder kriegen wir die mit zwei Buccaneers klein? Also, wenn wir das schaffen sollten, ne? Ja. Nee, der ist ein Extra, hat ein Extra-Schiff. Ah ja. Wahrscheinlich geht der Carrack da gerade auf den Sack. Gott, den setzen wir jetzt ein Ende. Bist du da schon? Geht los, ich steige hoch. Ich erkenne auch das Schiff nicht. Ist eine 300er? Oder ist das auch eine Pisces, glaube ich. Oh, eine Pisces. Na, dann Attacke, oder? Ja, ich bin dabei. Sehr gut. Aber der ist, komischerweise ist er grün, ne? Ja, genau. Ach so, der ist aber in einer waffenfreien Zone. Da werden wir nicht viel machen können. Aber da unten, der hier, ja, der ist im EVA. Meinst du, dann können wir einfach überfliegen, ja? Ja, habe ich gerade schon versucht. Ich habe ihn einmal gerammt. Ja, wie gesagt, Spielerjagen ist immer so eine Sache. Ihr wollt wahrscheinlich in die Carrack einsteigen, wa? Genau. Jetzt ist er weg, oder? Nee, hä? Wo ist er denn jetzt? Ah, dieses Desync, ne? Hast du ihn... Jetzt ist er weg. Nee, ist immer noch hier. Wo ist er? Da ist er. Nee, doch, der ist gestorben. Oh! Ich auch. Was ist passiert? Keine Ahnung. Achso, jetzt ist da doch ein Schiff gewesen. Der hatte jetzt auf einmal so eine, hier diesen Snapfighter von der 890. Okay. Diese, wie heißt sie? X-85? X-85. Also bei mir wird er jetzt gerade unten wieder auf dem Landingpad angezeigt. Der ist bei dir auf dem Landingpad sogar. Okay. Da kann natürlich sein, dass das in Desync jetzt ein bisschen das Problem ist. So, ich nehme mal schnell ein anderes Schiff kurz. Damit ich jetzt nicht so lange auf die Backen hier warten muss. Aber wieso ist der grün? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Kannst du... Ist er in einem Schiff? Nee, nee. Oder? Versuch den mal zu scannen, ob das geht. Okay. Jetzt rennt er in ein Schiff rein. Es ist... Eine Tana. Nee, eine... sehen, aber er steht da vorne bei einer Hammerhead. Ja, ja. Jetzt steigt er wieder aus. Wieder. Manche Leute haben so ganz komisches Spielverhalten, ne? Ja, genau. Was man irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen kann, manchmal so. Jetzt landet er. Jetzt rennt er zur Hammerhead. Weißt du noch den wir mal auf Hörsten verfolgt haben? Ja, genau. Das war ja auch so ein ganz merkwürdiges Spielverhalten. Genau. Okay, der Ateo scheint in die Hammerhead zu wollen. Also zumindest guckt er sie sich, glaube ich, von unten an. Das ist der Tana, die er hier hat. Das ist die Fighter-Variante. Ja, die wird ihm auch nicht helfen. Nicht wirklich.
Es sei denn, er hebt jetzt mit der Hammerhead ab, was er nicht tut. Er steht da unten noch. Sie sind zu dritt übrigens. So, jetzt zuppelt er da übers Landepad. Mhm, genau. Bist du aber da? Zu zweit, ne? Sind zwei, oder? Drei sogar. Drei sogar, okay. Ja, ich bin hier. Eieieiei. Zuppeln die bei dir auch so? Ja. Jetzt gerade läuft er gut. Gott, ist das aufregend, Leute, wa? Ja, aber so, ich finde so PvB-Bounties, die sind immer total spannend, finde ich, weil sie sind mega unberechenbar. Du weißt einfach nicht, was passiert. Genau. So, jetzt könntest du das Schiff mal scannen und gucken. Eigentlich müsste der Arteo jetzt dir als Crime Stat angezeigt werden. Triage-Krieger ist der Owner des Schiffes. Also mir wird beim Scan gar nichts angezeigt, ehrlich gesagt. Muss ich das Schiff markieren dafür? Nee, du musst nur draufhalten eigentlich. Das habe ich gemacht. So, jetzt haut er ab. Hinterher. Ja. Jetzt fliegen sie da hinten wieder zur Carrick. So, jetzt steigt der wieder aus, der eine. Jetzt steigen sie beide wieder aus. Wie gehört denn die Carrick? Kurz mal scannen. Digger Nope Dobbs, also auf jeden Fall jemand anders. Ja. Der ist aber auch nicht an Bord. Zumindest ist er nicht im Pilotensitz. Wir versuchen oben reinzukommen. Ja, kein Wunder, dass die ein Crime-Set haben, ne? Ja, ich finde, das muss auf jeden Fall noch kommen. Solange das nicht da ist, dass du wirklich in EVA auch Leute angreifen und verhaften kannst, bist du halt die ganze Zeit nur im Rumeiern, ne? Ja. Vor allem, du musst auch, wenn du, finde ich, eine Lizenz hast zum Bounty-Hunting, musst du auch in waffenfreien Zonen das machen können. Das ist einfach, sonst macht das überhaupt gar keinen Sinn. Richtig. Meine Schilder sind überhitzt, sagt er mir. Okay. Dabei mache ich überhaupt nichts. So, jetzt. Alter! Hat er dich gerammt, wa? Hab ich gesehen. Alter, das war ja krass. Okay, Freunde. Ich sage es mal so. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Die Sache ist nur die. Meine Kampfschiffe sind im Moment relativ rar gesät. Die Miss kann ich nicht rufen. Die ist verbuggt. Ich habe wirklich kein Kampfschiff. Ich brauche ein Kampfschiff. Eine Arrow oder... Anvil Hornet F7C. Dann müssen wir jetzt halt mal mit der kämpfen. Mit der bin ich, glaube ich, schon ganz furchtbar lange nicht mehr geflogen. Wobei ich mir habe sagen lassen, mit der kann man auch nicht viel kämpfen im Moment. Mit welcher? Mit der Hornet. Ah, die normale Hornet, oder? Ja, die ganz normale. Ja, die ist leider so oder so nicht gut zum Kämpfen. Das ist halt so eine Zivilvariante, die ist nicht wirklich gut. Und selbst die Super Hornet, die eigentlich echt mega gut bewaffnet ist, Selbst die geht sehr schnell platt. Also. Bist du noch, ist er noch im. Der ist ja immer noch bei der Carrick, ja. So, dann mal nichts wie rein. Ja. Nun, rein. Oh Mann. So. Okay. Maschinen sind.
Ah, super. Ich habe den Cockpit-Bug. Takeoff complete. Welcher ist das? Dass immer die Kanzel aufgeht und zu. Ja, die kommt relativ selten vor, aber naja, gut. So, was die da so ewig rumeiern. Alter, mach doch was. Fliegt jetzt weg. Radarlock. Hast du mich gelockt? Ich hab dich nicht gelockt, nee. Ich hab, bin von irgendwem werde ich gescannt. Wahrscheinlich von den Jungs da. Wir scannen mal. Du weißt, dass es zwei verschiedene Arten von Scans gibt, ne? Nee. Es gibt ja einmal diesen mit dem Ping, genau, den du gerade gemacht hast. Und dann kannst du ja noch Schiffe scannen. Wie geht das denn? Das geht standardmäßig, wenn du die rechte Maustaste gedrückt hältst, während du im Scan-Modus bist und auf das Schiff zeigst. Wenn ich die rechte Maustaste, dann kommt bei mir diese Ping-Geschichte. Achso, dann die linke Maustaste. dann geht da so ein Scan-Prozess hoch und wenn der voll ist, dann hast du den Schiffeigner, das Schiff, wie heil das Schiff noch ist. Und meistens siehst du auch, wer an Bord ist und ob die einen Crimestat haben, wenn sie einen haben. Ja, Arteo, Crimestat 3. Oho, siehst du? Und der ist an Bord? Bei mir wird der nicht angezeigt, dass er an Bord ist. Lebenszeichen, unter Lebenszeichen steht das bei mir. Okay, bei mir steht nur, dass da ein... Wie heißt er? Warte. Aber es kann aber auch sein, dass es gerade jetzt hier bei mir so ein bisschen buggy ist. Forward proximity alert. Der ist auf jeden Fall in der Carrick jetzt drin. Aber eine Carrot kriegen wir, glaube ich, nicht kaputt, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Digger Nopes sehe ich nur hier in der Carrot. Ich sehe Arteo. Ja, ich würde sagen, die Eiern, die käsen sich hier nicht aus. Wir machen eine andere, oder? Ja, genau. Ich guck mal, was ich hier... Jetzt muss ich einmal sehen, wo du bist. Ich teile mal eine andere Bounty Hunter Mission. Bist du das da hinten? Da kommt sie. Zack. Okay. Angenommen. So, wird die denn jetzt automatisch... Ah ja, alles klar, sie wird mit angezeigt. Da springen wir erstmal hin, wa? Ja, würde ich auch sagen. Kann man da direkt dran springen? Oh ja, Daymar. Okay, Freunde. Das ist jetzt kein Spieler, aber... Das ist ja nicht schlimm. Ja, das ist die Hornet. Das erste Loner-Schiff, das ich auch bekommen habe. Ich habe mir dieses Schiff nie gekauft. Und von der Bewaffnung her hat die nur Raketen. Ziemlich dicke, so wie es aussieht. Und diese zwei Gatlings hier, ne? Und dann kann man oben den Turret noch da kann man noch was ausrüsten, glaube ich. Das ist noch ein leerer Slot, oder? Ja, da kannst du einen Cargo-Pod reinballern oder auch einen Mount. Ach, okay. Kannst du auch reinsetzen. Aber ich finde die Hornet echt hübsch, muss ich sagen. Mir gefällt das Design total gut. Aber die ist wirklich einfach extrem schnell kaputt, leider. Okay, wo springen wir denn jetzt von Daymar aus hin? Die sind bei diesem Hub. Genau. Bei diesem... Ah, Kovalex Shipping hat Mundo. Erstmal auf Ulm 2. So. Ah, der Chat, den machen wir mal aus. So. Kovalex Shipping Hub.
Ja, wir können anspringen. Wo bist du? Bist du das hier oben? Ah ja, das müsstest du sein, ja. Bist mir wieder nicht angezeigt. Also das springt auch immer hin und her, ne? Ja, ich springe. Du müsstest die eigentlich mitziehen. Hast du gemacht, ja. Sauber. Quantum Drive is now off. Okay. Bogey. Ich hab einen Bogey. Oh, zwei Bogies. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Wen kämpfen wir zuerst? Ich muss erstmal ganz kurz gucken hier. Meine anderen Waffen gehen irgendwie nicht. Warum nicht? Ach so, hä? Habe ich die abgebaut? Ich hoffe nicht. Muss mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe die einen Waffen abgebaut. Egal, geht auch so. Hast schon einen platt? Nee, ja. Nee, aber die Delta ist kurz vorm Umfallen. Wenn man rutschelt, nimmt er mir ganz schön. Jawohl. Eins erledigt. Na gut. Dann beim anderen dran. So, back die Merryweather. Kämpfe halt leider nur mit der Hälfte der Power. Meter, ich bin gleich bei dir. Jo. Check fire. Ja, merkt man schon bei der Cutlass, sind zwei Waffen fehlen. Oh. Ja, das ist halt immer das Problem. Ich dachte, ich habe die von der Red abgebaut. Komisch. Also ich muss ja sagen, ich habe aus irgendwelchen Gründen, jawohl, habe ich plötzlich Waffen jede Menge zum Ausrüsten. Okay. Ich habe von irgendeiner Waffe, habe ich Arrivable 80 Stück. Wow. Ja, ich habe keine Ahnung, woher es kommt. So, das war das Erste. Ja, du kannst schon mal vorfliegen. Ich muss kurz zurück nach PO und meine Waffen nochmal so ein bisschen wieder aufpimpen. Dann komme ich nach. Ich werde dann auch wieder die Backen hier nehmen. Ja, ich muss mal gucken, ob wir... Haben wir noch einen Bounty? Ja, ich kann noch welche teilen, warte. Ich teile mal alle jetzt mit dir. Ja. Na hier, zack. Und angenommen. Und zack. Und angenommen. Sehr gut. Und angenommen. So, was haben wir denn hier jetzt? Wo geht das hin? Ich stoße dann gleich wieder zu dir. Ja. Schildgenerator Irregularity. So, 115, wo ist der denn? Wir nehmen den da oben erstmal. Ich glaube, das ist Jela, oder? Selen. Müssen wir mal gucken. Quantum Beacon, da wo wir hin. Und los geht's. Und Start. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie es aussieht. Haben wir schon Verluste? Man sieht nicht ganz so viel, weil die Sonne sehr blöd steht. Oh. Wenn ich das
richtig sehe, habe ich alle Raketen verblasen. So viel habe ich noch gar nicht geschossen. Der hat doch 8 Stück oder sowas. Vielleicht hat er da einfach alle weggeschossen. Das macht er manchmal. Schießt er immer gleich 2 auf einmal? Eine links, eine rechts oder was? Eigentlich nicht. Aber manchmal hat er den Bug. Da schießt er einfach alle weg. Läuft bei uns. Ihr merkt schon, Leute, es läuft. Das sind richtig gute Bounty Hunter. Nicht. Da ist er. Ich wäre in der Nähe. Wie gesagt, ich bin noch am Schiff wechseln. Du kannst schon angreifen, wenn du willst. Ich springe mal die 200 Kilometer ran und dann gucke ich mal, was ich mit meinen 2 kleinen Gatlings machen kann. Okay, und ich kann natürlich sein, dass du mir gleich den Arsch retten musst, wenn ich mich hier rausschießen muss aus dem Schiff, ne? Ja, sieh zu, wenn du zu sehr unter Beschuss genommen wirst und dann hau lieber ab. Ja, das machen wir auch. Ich werde mal automatisch mein Cockpit aufmachen. Es ist so schön. So, jetzt machen wir noch was anderes und zwar SC aus. Ne, wir machen SC aus. So. Wir nennen ihn noch ganz gerne den Scheiß-Chat. Das sagt man natürlich nicht. So. Wo sind sie? Die kleinen Sticker. Bogie. Wo ist Bogie? Nein! Ah! Was ist los? Ist sie wieder auf RAM-Kurs? War auf RAM-Kurs. Mein Cockpit ist schon wieder auf. Du hast total super. Okay. Ich habe angeblich Boogies, aber ich sehe keine Boogie-Boogies. Wo sind die denn? Unter mir. Da. Ich habe nur noch einen Flügel, bedeutet, ich habe nur noch eine Waffe, weil da war plötzlich so ein Meteorit. Das ist wie mit den Bäumen. Die springen ja einfach so auf die, ne? Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen doof manchmal. Naja. Alter, der fängt direkt an auf mich. Alter, der... Alter, Scheiße. ich spring raus. Alter! Gerade noch rechtzeitig. Ist er explodiert, oder? Das Schiff, der hat... Alter, da kamen 8 Raketen. Ich glaube, 1000 Raketen kamen gleichzeitig angeflogen. Und ich bin gerade noch rausgekommen. Also das war wirklich... Ja, ich komme. Ja, jetzt musst du mich retten kommen. Ja, ich habe auch zum Glück nicht die Buccaneer genommen, weil sonst könnte ich dich gar nicht retten. Sondern ich habe mal die Avenger Titan Renegade genommen. Ja. So, Notiz an mich selber. Ich brauche wieder einen Fighter. So, Sitko, was nehmen wir? Eine Arrow, eine Gladius? Das sind ja so die... Also ich würde dir die, als reinen Fighter würde ich dir die Arrow empfehlen, obwohl du da halt bei etwas größeren Schiffen schon echt lange drauf schießt. Aber ich weiß, du willst es nicht hören, aber die Cutlass Black ist einfach echt gut auch im Fighten, ne? Ja, ich weiß. Die kriegt auch so ein paar größere Schiffe gut weg. Ja, ich weiß, du hast auch recht. Und ich brauche sowieso auch eine Cutlass. Da geht leider auch kein Weg dran vorbei. Freunde, ich bin gestrandet. Wo bist du überhaupt? Bei Jela. Bei Jela. Okay. Asteroidengürtel. Jela. Ja, ja. Du bist direkt beim Quantum-Beacon da, ne? Genau. Aber du müsstest mich doch auch als... Ja, doch, jetzt sehe ich dich. Hm? Und das Wrack bleibt hier auch? Also es verschwindet nicht. Ich habe es immer noch vor mir. Weil auch das sind ja nachher Sachen, die man vielleicht salvagen kann, ne? So ein Wrack hier. Theoretisch schon, ja. Wenn da noch Sachen sind, die man brauchen kann, auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, was man bei einer Drake Buccaneer noch salvagen will. Das war eine Hornet. außer den Schrott. Achso, das Hornet. War die Hornet, okay. Ja, die hat schon, Na gut. Das Triebwerk ist auch noch an. So, ich mache erstmal den Gaffney platt, ne? Würde ich sagen. Ist mir Latte. Ich bin ja hier. Ich bin an meinem Wrack.
Vielleicht sehe ich dich ja irgendwo. Ateo, da ist der. Ah, da kämpft unser Sitgo. Wir können ja mal winken. Hallo, Sitgo. Finde ich auch so schön, dass sich die Leute dann im Weltraum hinstellen. Jawohl. So muss das laufen, City. City, Billy. So, ich komme. $750 habe ich verdient, obwohl ich tot im Weltraum rumfliege. Also ja, haben wir ja geschert, die Geschichte, ne? Ja, finde ich auch gut, finde ich auch super. Ne? Oh. Ich bin direkt hier am Wrack. Schau's dir an. Das sieht aber ganz geil aus, wie das da fliegt, ne? Finde ich. Oder? Echt ganz cool. So, ich komme EVAing in your... to your back door. So. Mein Lebensretter, der Sitgo. So ist er. So ist er, der Lebensretter Sitgo. Ja, Freunde. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal sein. Ich habe jetzt innerhalb von 10 Minuten 2 Schiffe zerlegt. Und Sitgo musste mich aus dem Weltraum retten. Ich weiß nicht, das kann ich alles nie wieder gut machen, sozusagen. Gut, Freunde. Sitgo, erstmal vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Na klar, immer gern. Ja, es war wieder sehr, sehr cool. Freunde, ich sag Tschüssi, over and out und macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.